The power of the dark side, 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 Mit uns lässt sich besser niemand an. Nicht. Und wenn ihr die 3 Stationen abgeschalten habt, müsst ihr noch mal weiter. Das seid ihr im Raum. Und danach musst du in den Raum gegenüber von dem, wo du jetzt drin bist. Eigentlich brauche ich nur noch die Überwachungsstation. Ja, aber danach gibt's eine weitere Quest. Oh. Öffne die Tür. Genau. Und du bist ja im Moment da, du siehst ja mein Icon auf der Map, ne? Dann gerade den Gang weiter. Durch. Hier die Tür öffnen. Dann musst du hier innen drin den Boss bekämpfen. Gegner gedöhnt. Also machen wir dann noch die... Heldenquest abgeben und dann aufladen. Erstmal, das war jetzt Überwachungsstation 3, jetzt muss ich 2 finden. Rechts von dir müsst... Nee, zurück. Wenn du jetzt zurückbleibst, ist dann auf der linken. Gut zu wissen, danke darum auf. War die noch da oder schon eingeschlafen? Ja. Bist du noch da? Einmal so über mich drüber gesprungen und voll in den Kampf, ne? Ich bin doch hinter einem Stell hängen geblieben, Digga. Ah, geht der doch, komm. Ist so unfair, wenn er mal die ganze Ziele abnimmt, um einen Boostsprung machen zu können. Ja, aber mir sind XP. Und ich habe meinen Erfolg abgeschaut. Echt? Was denn? Ich muss da was, da ist irgendwas zum Insammeln. Um und Krass, Rebellen, Dingsbums. Also, du kannst an diesen Erfolgen mit allen Charakteren arbeiten. Das heißt, du musst dich jetzt nicht hinstellen und dann, was weiß ich, stundenlang hier Rebellen töten, sondern mit jedem Charakter, wo du hier questest. Ja. Tust du den Fortschritt weitermachen. Ich habe hier einen sehr langsamen Aufzug, der ewig braucht, bis er wieder da ist. Geht hier auch ganz schön tief runter. Wir können dich wiederbeleben. Ui. Wie war das? Es geht hier ganz schön weit runter. Er hat doch auf seinem Fischstummobett gesessen. Ich hab's doch überlebt. Steh doch! Wir müssen rechts die Schluchten anfangen, weil ich noch in Erinnerung habe. Er ist kein Lootbeutel dort, dann hat er einer. Okay, ich tue schon wieder abkerze. Ich zeig mal an, in welche Richtung wir müssen. Da lang. Autsch, 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 autsch. Irgendwas mag mich nicht. Ja, das sind die Finisher. Los. Was? ich in dieser Kugel irgendwie keine Attacken ausführen oder sowas? Irgendwie kann ich klicken, was ich will, dann tut sich nichts mehr. Hier müsst ihr den Sprengstoff einsammeln. Die Kugel ist ja quasi so Schutzschild. Ich glaube, das ist sogar von dir. Das ist von mir. Auch irgendwas mit einer Kugel, aber... Es gibt noch eine zweite Kugel vom DD, in der kannst du nichts machen. Sind alle da? Falsch. Genau. Menschen, die Attacken rot sind, also ich die quasi nicht auswählen kann. So großer Kampf und dann K-Loot. Dafür hast du die Kiste gekriegt. Was für Kiste? Von der Quest. Ich hab gekickt. Im Inventar oder Quest rechts oben, eins offen. Doch, ich hab ne Kiste. Nix? Aber mein Inventar ist gleich auch schon wieder voll. Aufzug, warte auf mich. Du hast den Sprengstoff nicht geholt. Ich hab's vorhin extra noch gesagt. Ich war an dem Körper. Ja, aber du hast den Sprengstoff nicht geholt, deswegen, wir müssen es nochmal machen. Ich war an dem Körper. Ja, aber an, was weiß ich, vorher abgebrochen? Zusätzlich spät. Oh, geh weg. Wenn irgendwer von mir wegnehmen. Irgendwie weg. Ui, ouch. Zack. Grandiose Vorstellung. Der Bohrer hat die Nacht zum Tag gemacht. Hier sind die Credits, wie versprochen. Der Fahrstuhl ist gerade da. Jetzt nicht mehr. Dann leckt mich doch am Arsch. Ich steh auch hier unten. Ich bin die Zeit, die Dinger einzusammeln. brauche gleich nochmal irgendwas, wo ich was verkaufen kann. Da kommen wir gleich hin. Ido. Wir gehen jetzt zurück, wo der mit dem Sklaventypi war, da konnte man ja verkaufen. Wir hatten das Feuer gemacht. Der Gegner. Ach so. Aber der Power Tech kann sowas. Oh, ich muss nochmal zurück. Ich hab doch was gesehen. Zum Insammler vom Beruf. Wir müssen da nicht zu kommen. Hier könnt ihr verkaufen. So? Mentalitätsroboter. Ja, ich habe gerade irgendwie nur noch grau gesehen kurz. Also. Warum dieses Benötigen Sie primitiver Stab. Leben Sie wohl. Ach doch was. War noch beim Verkäufer. No. Ach ja. Impi ist auch noch am Verkaufen, von daher. Hat mit reingelegt. Verkauft gleich nochmal. Leben Sie wohl. Dinger. Ich dachte, wenn ich als Foto-Dings mitmache, könnte ich weiter kaufen. Nee, da wirst du automatisch hingedingenst. Schön, euch wiederzusehen. Ich wusste, diese Sklaven haben keine Chance gegen euch. Habt ihr einen der Mörder aufgespürt? Was habt ihr erfahren? Können wir etwas damit anfangen? Ich möchte gar nicht mit aussuchen jetzt, ne? Nett? Sie sind verrückt, nee, weil ich nur als Holo dabei bin. Manche Sachen kannst du und ich glaube manche nicht. Zeig mir das Datenpad. Das ist doch verrückt. Meinen die das ernst? Sklaven, die Sith werden wollen? Ihr seid zu empfindlich, Fenrich. Verzeiht, es ist nur... Nein, ihr habt natürlich recht. Ich informiere das Kommando. Ich darf nicht mit den Sith-Lords in der Blockade reden, aber auch sie werden davon erfahren. Es war eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dann nochmal beim Verkäufer. Ah, ihr seid wieder da. Das lässt mich vermuten, dass heute viele Sklavenanführer gestorben sind. Sie werden Lord Barras nicht mehr belästigen. Ich erschaudere bei dem Gedanken an ihr Schicksal. Ich muss schon sagen, es ist sehr inspirierend, euch bei der Arbeit zu beobachten. Da bin ich mir sicher. Ich werde Lord Barras informieren. Soll ich schon mal zum nächsten Punkt laufen? Und ihr kommt alle als Holo-Gespräch dann dazu. Weil danach ist nur noch die Schnellreise in die Hauptstadt. Da stehe ich auf dem Pult. Ich weiß. Platz machst du Holo. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert hat. Meine Messungen waren stets exakt. Diese Sklaven sind wohl schwächer, als ich dachte. Sie sterben sofort an dem Quell, das ihr ihnen verabreicht habt. Der Schreck über den sofortigen Tod bringt die Sklaven aus der Fassung. Schreck? Ich will keine rohe Gewalt anwenden. Meine gesamte Forschung war vergebens. Aber gut, ihr habt getan, was ich von euch verlangt habe, und eure Bezahlung hängt nicht vom Ergebnis ab. Hier, nehmt eure Credits und geht. Ich muss nachdenken. So. Ja, welche Kiste ich auswähle. Angriffskraft als CD. Also mit vorteilhaftes. Wir haben dann jetzt eigentlich auch nur noch Quests erstmal in der Hauptstadt. Also gehe ich jetzt in die Kantine und würde sagen, wir machen dort Schluss. Was muss ich denn auswählen als Schnellreise? Ich hätte halt die Kantine gesagt, so von wegen, wir locken im Gasthaus aus. Ja, aber Schnellreise, wohin? Nexus, Raum, Kantine. Irgendwie ist mein Inventar immer noch halb voll mit Scheiße. Ja. Er könnte ja dann gleich wieder ans Lager. Ja, ich habe halt davon keine Ahnung, was ich davon brauche und was nicht. Darum. Also bei Ausrüstung, du guckst einfach, was besser ist, und alles, was nicht besser ist, verkaufen. Was ist denn dieses nachgerüstetes MK2-Gerät des Machtblocks? Ich weiß es nicht, das kann ein Ohrring sein oder ein Implantat. Dinger, die dunkel sind, kann ich nicht benutzen. Kulturartefakt Rang 2. Das ist von Beruf. Das braucht BetonEnte. Kann ich dem die geben? Du musst ihn per Post schicken. Auch im Briefkasten. Teilreise. Aber die gibt's auch hier in der Hauptstadt dann. Beehrt uns bald wieder. Hier irgendwo ein Briefkasten. So, das war's mal wieder. War jetzt viel zum Gucken, ich habe wenig geredet, das weiß ich. Aber gut, so ist es halt in der Gruppe. War jetzt auch schon ziemlich spät geworden, aus dem Livestream raus und dann noch so ordentlich aufgenommen. Das war jetzt am Stück aufgenommen. Ja, es wird jetzt eine einzelne Folge keine Verabschiedung, aber dafür jetzt halt jetzt eine schöne Verabschiedung. Ja. Geben wir mal Feedback, was wir für Halle, quasi Staffel 2, gleich im Vierer-Team. Gilde haben wir jetzt auch schon gegründet. Wo finde ich jetzt nochmal die Gildename? Wo ist Gildefenster? J. N. Nö, nö. Wo ist die Gilde? Das hier vielleicht? Soziales, Freunde, Gilde. Hier. Feenperator Betauxi. Ja. Ne? Wir erwarten euch. Es haben sich schon viele von euch im Chat gemeldet. Vom Livestream. Und ja, wir erwarten euch. In unserer Gilde. In diesem Sinne, haut rein. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.